Schönen guten Tag. Heute tauchen wir mal ein in ein Thema, das nicht nur brisant, sondern auch hochaktuell ist. Der Pornoausweis. Hast du richtig gehört? Spanien hat ihn bereits eingeführt und es könnte sein, dass er tatsächlich auch bald in Deutschland Realität wird. Aber was genau ist denn dieser Pornoausweis und wie funktioniert er? Jetzt stellt euch mal vor, ihr wollt auf eine Website für Erwachsene zugreifen. Kann ja mal vorkommen. Das ist jetzt aber nicht mehr ganz so einfach, denn ihr müsst erst einmal die App Chatera Digital Beta herunterladen. Diese App ist dann der Dreh- und Angelpunkt des neuen Systems. Ihr registriert euch mit eurer elektronischen ID oder einem PIN. Klingt kompliziert? Dann warte ab. Beim Besuch einer Pornoseite wird ein QR-Code generiert, den ihr mit der App einscannt. Eure Volljährigkeit wird geprüft, ohne dass eure persönlichen Daten preisgegeben werden. Zumindest in der Theorie. Aber das ist noch nicht alles. Die App arbeitet mit einem Token-System. Ihr bekommt monatlich 30 Porno-Tokens, die ihr für den Zugang zu Websites einsetzen könnt. Keine Tokens mehr? Dann müsst ihr warten oder neue anfordern. Ist doch relativ clever, oder nicht? Aber was passiert, wenn die Daten jetzt in falsche Hände geraten? Datenschutz? Fehlanzeige. Die Ironie ist, dass der Pornoausweis, der uns eigentlich schützen soll, selbst ein Risiko für unsere Privatsphäre darstellen könnte. Rechtlich gesehen ist die Verbreitung von Pornografie an Minderjährige in Deutschland streng verboten. Aber ist der Pornoausweis jetzt die Lösung? Oder riskieren wir hier unsere Freiheit und Anonymität im Netz zu verlieren? Während die Absicht, Kinder zu schützen, ja lobenswert ist, stellt sich aber die Frage, ob wir nicht einen zu hohen Preis zahlen. Die Einführung eines solchen Systems könnte den Weg für noch mehr Überwachung ebnen. Und mal ganz ehrlich, wer möchte, dass seine Internetgewohnheiten auf irgendeinem Server gespeichert werden? Ich nicht. Apropos, wo habe ich meinen Ausweis eigentlich hingelegt? Ich brauche jedenfalls neue Token, ich habe meine nämlich heute verballert.